Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shadow Knight. Ja, ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt, wo wir genau gewesen sind. Vor allem, weil ich nicht richtig gespeichert hatte. Anscheinend nur über Quick Save, aber gut. Ich glaube, ja, das erinnere mich, das haben wir ja so gemacht. Da sind wir nicht reingekommen, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Und ich glaube, wir mussten zu diesem Ventilationsteil hin, wo wir schon mal gewesen sind, weiterzukommen. Und der war hier drüben, oder? Kann es sein, dass das... Mache ich jetzt das Richtige? Ja, genau, das ist es. So, dann wollen wir doch mal dieses Ding hier ausstellen. Jetzt noch die andere Seite. So, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier hochkommen. Ich glaube, ja. Da können wir hochspringen. Da können wir hochspringen. Und dann geht es an die Seite. Und dann könnten wir hier durchgehen. Aber das lassen wir erstmal. Und gehen erst noch hier lang. Und am besten das nicht so machen, wie ich es eben gemacht habe. Das ist ungesund. Nein. Wir machen das auch, weil da drüben ein Geheimnis noch ist. Das wir natürlich mitnehmen wollen. Und zwar... Oh, wo haben wir es denn? Machen wir das Ding hier rein. Da hinten. Können wir einfach so lang gehen und nehmen das ganze Zeug hier mit. Sehr schön. Und danach geht es durch den Ventilationsschacht. So, jetzt muss ich selber erstmal schauen, wie das wow gewesen ist. Das ist nämlich kompliziert. Okay. Da sind wir rausgekommen. Dahinter geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter und... Eieiei. Geht's da runter oder geht's da weiter? Ich weiß, dass es hier drin nämlich auch noch zwei Geheimnisse gibt. Weiß bloß nicht mehr genau, sind die jetzt da hinten oder sind die jetzt da unten? Hier drin verliert man auch extrem die Orientierung. Naja, gehen wir mal runter. Kann sein, dass... ja, da geht's ja weiter. Ich glaube, da müssen wir raus. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Hier lang vielleicht. Ja, da haben wir was. So, das war das erste Geheimnis. Das zweite ist da drüben. So, zwei Geheimnisse entdeckt. Und das eine konnten wir sogar richtig gut gebrauchen. So, aber jetzt können wir da rausgehen. Wow. Okay. Hier speichere ich wieder mal ab, das da reinzugehen. Ich glaube, das könnte ungesund sein. Dann müssen wir vielleicht auf die andere Seite rüber. Okay. Ah ja. Jetzt sind wir also doch da angekommen, wo wir vorhin gewesen sind. Klasse. Sehr schön. Ich habe mich schon gefragt, wie kommen wir da rein? Ob wir da irgendwas übersehen hätten oder sonst irgendwas, aber dem war nicht so.
Jetzt können wir auch das abschalten. Und lass mich raten, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder da runtergehen. Kann das sein? Und jetzt da runter. Könnte es mir schon vorstellen. Hm. Das sieht arg hoch aus. Auf jeden Fall tat es ziemlich aua. Wow. Da hinten war auch noch ein Geheimnis dran. Wow, 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 wow. Das weiß ich noch. Beziehungsweise, was heißt das? Weiß ich noch, das habe ich gesehen gehabt. Ja, halt, Moment. Ah, komm mal da nicht mehr zurück. Na gut, dann muss ich nochmal neu laden. Weil das Geheimnis will ich nämlich eigentlich mitnehmen. Können wir da nicht irgendwie anders runter ohne... dass es uns extrem wehtut. Okay, aber dafür können wir uns ja überall heilen. Und der Weg, den wir da gegangen sind, war anscheinend schon der richtige. Okay, sehr schön. Dann müssen wir vielleicht... Ich mach mal das hier an. So, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Jetzt haben wir das Geheimnis entdeckt. Gut, dann können wir weitermachen. Gut. Wir haben also AT-ATs Shuttle gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch AT-AT finden. Schauen wir mal, wo es da lang geht. Da scheint es ja weiter zu gehen. Ja, das frage ich mich auch. Und damit haben wir dieses Level erreicht, geschafft, haben Secrets alle gefunden und uns 3 Sterne verdient. So, hier geht leider immer noch nichts, dass wir das nehmen. Wir können nur neutral nehmen. Ich lasse das mal so, wie es jetzt ist. Ich glaube, damit kommt man ganz gut zurecht. I finally get my chance to repay you. Lovely, yes. Our master is on his way to the Valley of the Jedi as we speak. A fortune you will not be so lucky to experience. It is a mystery why one would call Gorgon Pig twins. Even though one is a miniature version of the other, they look nothing alike. They also don't battle alike. Pig is the energy and Gork the counter. They are the clashing balance of opposites, one the voice, the other the body. This combination is deadly. Okay, das heißt wohl... Wir müssen gegen die 2 kämpfen, unsere nächsten Jedis. Gleich gegen 2 hier. Wie unfair ist das denn? Sie halten auch einiges aus. Aber einen haben wir erledigt. Auf
dafür sind wir auch mit unseren Dings, wollte ich gerade sagen, ziemlich down. Ich glaube, in Bewegung bleiben ist gar nicht mal so schlecht. Oh, die letzten waren nicht gut. Okay. Jetzt sieht es doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auch der ist unsichtbar. Unsichtbar machen zählt nicht. Das ist unfair. Oh Mann. Nee, wir haben nicht. Ah, Mist. Okay, also diese Kämpfe, da muss ich doch noch ein kleines bisschen dran üben, hätte ich gesagt. Sehen wir den eigentlich mit Macht sich? Ach, also Geschwindigkeit ist schon mal gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach. Autsch. So, jetzt wo ist der Kleine? Ja, wo ist er dann? Okay, der ist irgendwie ist er weg. Ich glaube, das ist da. Nicht normal. Ist der vielleicht da unten irgendwo? Da ist er. Okay, dieser Kampf zieht sich ein wenig. Aber ich komme einfach mit dem Ding her nicht so gut zurecht. Aha, getroffen. Aha. Ach nö, nicht im Ernst jetzt, oder? Das war jetzt gerade eine Win-Win-Situation. Ach nee. Gerade mal rauszukriegen. Ah. Okay, das hat auch nicht so wirklich geklappt. Huh.
Ach, was mache ich gegen diesen Griff? Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder falsch. Wir hätten den beinahe gehabt und wir haben ihn eigentlich schon gehabt. Hätten wir nur noch ein Dings mehr gehabt. Oh Mann. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt gleich hier runter. Okay, keine so gute Idee. Wenn wir Glück haben, bleibt. Oh, wir haben den Kleinen schon. Ah, das ist ja genial. Dann schaffen wir auch den Großen. Wurde der vielleicht von seinem Bruder mit niedergestreckt? Wir haben's. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wahrscheinlich müssen wir wieder hoch. Hoppla, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Hoppla. So, von da kam man. Dann schätze ich doch mal, dass wir hier rüber müssen. Moment. Nö, eigentlich auch nicht. Oder müssen wir hier wieder zurück? Ach, wir brauchen wahrscheinlich den Kopf. Genau, wir haben noch den Kopf gebraucht. Ist hier auch logisch. So, keine Geheimnisse und keine Sterne. Na gut, aber ein schnelles Level. Und jetzt können wir uns entscheiden. Wir können uns entweder Health raussuchen, also unsere Gesundheit steigern. Das ist schon mal also nicht schlecht, finde ich. Oder wir kriegen Throw. Damit können wir wahrscheinlich... keine Ahnung, was mitmachen. Würden? Ne, sieht eigentlich nicht danach aus. Rumstoßen? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es dunkel. Und wie ich tendiere auf das hier. Und da würde ich doch gleich mal 2 Punkte drauf geben, oder? Moment, wenn wir das rausmachen. 1, 2, 3, 4. Ja. Lassen wir es mal so. So können wir auf jeden Fall jeder Seite, wenn wir es so kriegen, sofort... Obwohl, wisst ihr was? Nee, wir kriegen ja noch weitere Sterne. Dann gehen wir da, machen wir doch gleich mal alles, oder? Wir gehen mal alles drauf. Nee, wir machen nicht alles, aber wir machen auf jeden Fall mal 3, weil das Ding halt ich für relativ gut. So. Jetzt. Jan, can you pick me up at the top of this can? You better make it fast, Kyle, in a few minutes. Okay, wir sollen also uns beeilen, um hier rauszukommen. Lasst uns mal ganz schnell in die Ziele schauen. Kapitel 12, Escape with a Map. Wir müssen also mit der Karte, die wir jetzt haben, das ist wahrscheinlich im Kopf von AT-88 drin, entkommen. Dazu müssen wir enter the main cargo hold. Inside you can jump from the magnetical suspend cargo into the control room. Okay. Alles klar, dann probieren wir das doch mal. Ja, okay, probieren wir. 4 Geheimnisse gibt es auch. Die müssen wir mal schauen, wo die sind. Erstmal müssen wir hier, glaube ich, wahrscheinlich rauskommen. Ich nehme doch mal an. Ja, so sieht's wohl aus. Es gibt nur diesen einen Ausgang. Dann müssen wir wahrscheinlich hier raus. So viel dazu, aber wie wäre es mit dem da oben? Nee, anscheinend nicht. Na gut. Wo so haben wir dann unsere Karte? Nee, das geht anscheinend nicht. Na, guck mal. Da kommen wir doch bestimmt hoch. Auch nicht? Menschenskinder nochmal. Das gibt's doch nicht.
Okay. Die Zeit ist eh um und dann müssen wir uns beim nächsten Mal umschauen, wo wir da weiterkommen. Also müssen wir irgendwo da hochkommen. Aber gut, schauen wir mal beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.